eine Spüle an. Sache, und ich zeige so, wie ich es mache, als quasi, ich bin jetzt allein, ich mache das nicht die ganze Zeit, aber ich will auch zeigen, dass man die Spüle mit Armatur, Niederdruckarmatur heißt, unter drunter, das ist ein Boiler, kein Durchlauferhitzer, die schließen wir jetzt hier mit an und dann schließen wir auch noch den Siphon mit an. Da haben wir hier unser Ding. Hier ist eine Spülmaschine. Spülmaschine. Das heißt, wir müssen hier die Zuwasserleitung anschließen und das Abwasser mit anschließen und wie gesagt, hier diese Leitungen hier mit drauflegen und natürlich den Siphon. Dann haben wir hier den Siphon. Machen wir mal auf, ist schon auf. Ein Haufen Bauteile, die man alle braucht. Und eine schöne Bauanleitung, wie man das machen muss. Man braucht einen Kreuzschlitz, normaler Schlitz, Schraubenzieher. So, und jetzt fangen wir mal an. Wir fangen mit dem hier an. Eigentlich die Hauptsicherung. Das heißt, wir drehen den dann raus. So, der. Können Sie raus, ja? Das hier kommt oben rein und das kommt unten rein. Also man braucht die Dichtung, muss drauf sein. Das dann reinlege, so dass es nicht sauber drin ist. Dann bleibt das hier drin und das kommt jetzt von unten her. Dann nehme ich jetzt einen großen Schraubenzieher. Der passt da oben rein. Und dann ist das soweit auch schon mal fest. Noch nicht ganz. Reindrücke soll man über 10 Stück. Halte 15 Stück. Dem kann man das gut zudrehen. Einfach eine Münze nehmen. Dann haben wir hier dieses Seitenstück. Das ist das, was von hier nach hier geht. Dazu brauchen wir hier dieses kleine Entlüftungsstückle, das man hier auch flexibel ist. Das kann man hier rein drehen. Und diesen Anschluss. Da haben wir jetzt Folgendes drin. Wir haben eine Dichtung drin oder einen Schließring und eine Dichtung, die da mit reinkört. Und die da. So. Und die drehen wir jetzt da unten auf. Und dieses Teil, was da hochkommt, das kann man hier so auseinandernehmen. Das kommt jetzt hier oben rein. Jetzt sieht man das Teil von da unten. Da unten hängt das jetzt einfach so mal dran. Jetzt ziehe ich das mal ein kleines bisschen grob an. Und halt darauf achte, dass die Dichtung drin ist. So, und jetzt nehmen wir da diesen dicken Ring, füge den hier mit ein und das kommt jetzt darauf dann. Also ich habe schon festgestellt, das kriegt man so nicht zusammen. Also es heißt, ich probiere es nochmal raus zum Bauer und vielleicht außen zusammenbauen. So, jetzt probiere ich das hier nochmal. So, dass ich einfach mit Kraft drauf drücke. Da ist der Eingang vom Gewinde. Und da ist der Eingang vom Gewinde. Sieht jetzt schon besser aus. Also im ausgebauten Zustand geht es besser reinzudrehen. Dann kommt dieses vordere Teil, dieser Öffner rein, durch die Tür rein. Dann muss man das hier von unten anschließen. Und zwar gibt es hier dieses Rohr, das dient nachher dazu, dass ihr das kleine Hebel reindrückt, wenn man hochdrückt und hier so ein Dorn raus. Und dieser Dorn,
den muss man zuerst so einbauen, muss den dann hier einfädeln und dann erst einbauen. Das heißt, wir müssen das erst hier rauslassen, dann kommt dieser. Dann fahren wir die zwei Teile da noch rein. Das, die passt so rein. Und die kommen jetzt in diesen Dinger mit rein. Hier oben einfädeln. Jetzt müsste das auch funktionieren mit einem Dreher. So, und jetzt müssen wir diese Dichtung kommt hier rein. Das kommt da rauf. Und jetzt kommt dieses Abwasserrohr ran in der Siphon, aber da muss man erst dahinter einen Siphon kaufen.